Guten Morgen, Frau Giffey. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Sie hier in Berlin und ja, nicht in Hollywood. Ich fasse es ja nicht. Herzlich willkommen in unserer schönen Stadt. Haben Sie eine Frage? Schöne Stadt Berlin. Sie haben direkt den ersten Witz gemacht. Finde ich gut. Berlin. Hier stecken Autos rund 71 Stunden pro Jahr im Stau. Die wichtigsten Bahnlinien sind aktuell gesperrt. Aber hey, dafür darf man zweimal wählen. Ich find's super. Ich persönlich liebe Berlin. Das sagen mir ganz viele Leute. Weil ich wohne in Köln und Berlin ist die einzige Stadt, die mich glauben lässt, Köln wäre schön. Ach wirklich? Ich erlebe viele Menschen, die mir dann doch so sagen, ach, wissen Sie, eigentlich ist Berlin schon eine tolle Stadt, ne? Kommt man schon gern her. Trotz allem. Trotzdem ist ja das Schöne in Berlin, nichts funktioniert. Und das soll meiner Meinung nach auch so bleiben, damit der Rest Deutschland was zu lachen hat. Deswegen möchte ich ja Wahlkampf für Sie machen. Also, kann ich auf den Straßen unterwegs sein? Was muss ich sagen? Wie kann ich die Leute überzeugen? Berlin funktioniert an ganz vielen Stellen. Ja, aber da lachen die mich doch aus, wenn ich das sage. Nee, da lachen Sie sich nicht aus. Ich mache heute Wahlkampf für die SPD. Also ich mache heute Wahlkampf für Franziska Giffey, weil ich mir denke, Berlin als dysfunktionale Stadt muss als Weltkulturerbe erhalten bleiben. Ja. Und das ist für mich einfach sehr angenehm, dass ich morgens aufwache und sehe, ah, Wahlwiederholung in Berlin. Ich wache auf, ah, ein Aquarium mit tausenden Fischen ist geplatzt. Es ist einfach, jeden Tag gibt es eine neue Meldung aus Berlin. Ja, wir geben uns natürlich immer Mühe, ein bisschen was zu bieten für den Rest des Landes. Ja. Lichtenrade sieht nicht aus wie Berlin, gehört aber wohl dazu. Straßenwahlkampf. Ich würde dir ein paar Flyer von mir geben und die kannst du verteilen. Ist es denn auf Berliner Abiturniveau geschrieben? Nee, leichte Sprache, verständlich. Okay, also ja. Also, ja, nein, Quatsch. Hier nehmen sie ruhig alle. Ich nehme nicht mal einen Kugelschreiber. Nicht mal einen Kugelschreiber? Nein. Ich will da privat doch auch nicht mitgesehen werden. Wir müssen ja Heizkosten sparen. Vielleicht könnte man damit ein kleines Lagerfeuer entzünden oder so. Ich habe mich noch nicht entschieden für keine Partei. Ja, dann bitte Franziska Giffey wählen, weil nachher kommt sie noch zurück in die Bundespolitik. Das kann niemand wollen. Ja. Also Sie beide wählen Franziska Giffey, ne? Ich habe Sie überzeugt, auf oder? Jeden Fall, ja, ja. Schön vom Aussehen, die Frau gefällt mir ja. Ja, die Frau gefällt Ihnen, ne? Ja. Alter Schlag. Genau. Danke. Ja, so eine Prise Sexismus im Wahlkampf, das darf nicht fehlen. Das ist jetzt ein historischer Moment hier für Berlin. Franziska Giffey legt den Grundstein für Berlins erstes funktionierendes Wahllokal. Das ist ein Gänsehautmoment. Wir sind halt nicht Bullabü, ne? Und meckern ist leicht. Aber was besser machen, da müssen alle ein bisschen sich bemühen. Und das ist der Punkt, an dem ich gerne arbeite. Aber ich musste zum Beispiel lachen. Ich habe auf Ihrer Website gelesen, Sie werben mit Berlins bärenstarker Verwaltung. Da kann ich mich ja auch gleich Doktor nennen, ohne einen Doktortitel zu haben. Also wissen Sie, ich glaube, dass wir mit 140.000 Kolleginnen und Kollegen in der Berliner Verwaltung, die hier einen Job machen, ich kann das nicht akzeptieren, dass man generell sagt, sind alles Leute, die hier sich nicht für diese Stadt engagieren. Dass hier Tausende von Wohnungen gerade gebaut werden. Wir sind hier an einem Projekt, das ist das modernste. Es dauert ja trotzdem Monate, um einen Termin zu kriegen. Also wenn man sich jetzt für die Wohnung, die hier gebaut wird, anmelden will, da hätte man ja 2018 schon einen Termin zum Ummelden machen müssen. Sagen. Ich weiß nicht, wo in Deutschland Sie innerhalb von heute auf morgen einen Wohnungsbau hinkriegen. Ich habe zwar eigentlich gefragt, warum man in Berlin 8 Wochen auf einen Termin beim Amt wartet, aber egal, am Ende des Tages wollen wir ja alle das Gleiche. Hauptsache die andere kommt nicht ran. Ne? Der grüne Vogel da. Der grüne Vogel. Dass der im Rathaus einzieht. Das wäre das Schlimmste für uns. Wer ist der grüne Vogel? Die Jarasch. Ach, die Jarasch ist der grüne Vogel. Ach, ja. Eine private Frage habe ich noch. Ich würde mich gern für den Berlin-Marathon am 12. Februar anmelden. Wo kann ich das machen? Wir haben keinen Marathon am 12. Februar, aber Sie können gerne im April beim Halbmarathon mitlaufen. Ich fange Sie dann auch auf, wenn Sie einen Schwächeanfall kriegen sollten oder so, dann bin ich da und tupfe Ihnen die Stirn. Aber am 12. Februar konzentrieren wir uns mal voll, dass die Wahl gut läuft. Ja, okay. Ja. Viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, und nach diesen Eindrücken aus Berlin freue ich mich sogar wieder auf Köln und damit zurück ins Studio. Schaut euch gerne weitere Videos an und abonniert den Kanal. Danke! Schaut euch gerne weitere Videos an und abonniert den Kanal. Danke! Oh nein, eine Zeitschleife? Habt ihr etwa nicht den Kanal abonniert? Hilfe! Sofort draufklicken! Oder ich bin hier für immer Schaut euch gerne weitere Videos an.